Auf der Expansion 2010 stellte Care Energy, powered by MCAR Group, das E-Mobil Car E500 vor. Der Elektro-Umrüstsatz auf Basis eines Fiat 500 war damit ein Highlight auf der Messe. Der Fokus bei der Entwicklung des Car E500 lag auf der Alltagstauglichkeit eines Elektroautos. Der Kunde, der so ein Fahrzeug sich anschaffen möchte, der soll in seinem Verhalten überhaupt keine Änderung machen. Der soll sich einfach reinsetzen und soll mit dem Ding einfach fahren, wie er es gewohnt ist. Das, was wir natürlich verändert haben, der hat einen Elektroantrieb bekommen und hat große Batterien dazu bekommen. Und das Ganze ist europaweit genehmigt. Und Sie können heute schon mit dem Fahrzeug elektrisch unterwegs sein. Der moderne Stadtflitzer verbindet zeitgemäße Fahreigenschaften mit einem innovativen Antriebskonzept. Elektrisch hat er 24 Kilowatt, das sollen sein 35 PS, aber er fährt sich an und für sich wie so ein 60 PS Fahrzeug. Damit erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 120 km/h. Mit einer Reichweite von 120 Kilometern hat der Fahrer ein hohes Maß an Flexibilität und kann diese an jeder herkömmlichen Steckdose auffrischen. Zusätzlich werden gerade zahlreiche öffentliche Möglichkeiten zum Aufladen europaweit eingerichtet. Auch ein Servicenetz befindet sich im Aufbau von Care Energy. Bei dem Fahrzeug, beim Elektrofahrzeug an und für sich, gibt es eigentlich keine Teile, die sich vom Motor her abnutzen können. Also Sie haben motorseitig keinen Service zu machen. Auf den Bremsen natürlich schon. Bei den Bremsen brauchen wir aber auch weniger Bremsbeläge, weil der Motor ja mitbremst und Strom produziert. Natürlich, wenn ein Fensterheber defekt wäre oder ein Bauteil, das von der Basis stammt, das können Sie bei jeder Werkstatt reparieren lassen. Aber wenn in der Elektronik was kaputt geht, dann müssen Sie zu einem Partner gehen, der Firma Care Energy, die diese Fahrzeuge hier für uns in Deutschland vertreibt.